Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Seminarteilnehmer, mein Name ist Frank Schroft. Ich bin seit dem 1. Dezember 2015 Bürgermeister der Stadt Meschstetten und in dieser Funktion auch Vorsitzender des Zweckverbandes für den interkommunalen Industrie- und Gewerbepark Zollernalb. Dieser neu gegründete Verband, dem neben der Stadt Meschstetten auch die Städte Albstadt und Balingen sowie die Gemeinden Nusplingen und Obernheim angehören, ist ein bedeutendes Ereignis eines langjährigen Konversionsprozesses. Unser Ziel ist es, die Konversion und den demografischen Wandel gemeinsam zu gestalten und eine prosperierende Entwicklung der gesamten Region zu gewährleisten. Ausgangspunkt war die Schließung der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meschstetten zum 30. Juni 2014. Die Garnison wurde im Jahr 1963 als Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr aufgebaut und war für die Luftraumüberwachung Süddeutschlands verantwortlich. Neben dem 56 Hektar großen Kasernenareal gehörten eine Radarstellung sowie eine Bunkeranlage zum Einsatzführungsdienst der Luftwaffe in Meschstetten. Zu Hochbetriebszeiten waren bis zu 2000 Soldaten und zivile Mitarbeiter vor Ort tätig. Im Übrigen war von Herbst 2014 an für rund 3 Jahre eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge im ehemaligen Kasernenareal untergebracht. Insgesamt 28.000 Menschen fanden in diesem Zeitraum in Meschstetten eine Heimat auf Zeit. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gesamtstadt Meschstetten haben sich in diesem Zeitraum in einem außergewöhnlichen Maße ehrenamtlich für die geflüchteten Menschen engagiert und dabei eine vorbildliche Gastfreundschaft gelebt. Der Konversionsraum Alb liegt etwa 80 Kilometer südlich von der Landeshauptstadt Stuttgart im Zollernalbkreis. Auf 33.000 Hektar ist er Heimat von gut 90.000 Menschen. Das Markenzeichen der Region ist der imposante Alb drauf mit atemberaubenden Aussichtspunkten. Aus ökonomischer Sicht prägend ist eine vielfältige mittelständische Wirtschaft. Ein sogar für Baden-Württemberg überdurchschnittlich hoher Anteil an Beschäftigten ist im produzierenden Gewerbe tätig. Dominierende Produktionszweige sind der Maschinenbau, die Textil- und Bekleidungsindustrie, die Elektrotechnik sowie die Medizintechnik. Für die Stadt Meschstetten, auf deren Gemarkung das Kasernenareal liegt, war es von vornherein klar, bei der Realisierung des Industrie- und Gewerbeparks keinen Alleingang zu unternehmen. Wir wollten und wollen die vorhandene Fläche im Geiste eines guten Miteinanders interkommunal entwickeln. Bei der Gründung des Zweckverbandes war es uns außerdem ein ganz großes Anliegen, eine nachhaltige Positionierung des interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks in der Satzung zu manifestieren. Denn dessen Entwicklung erfolgt zu einer Zeit, in der die Unternehmen und die Gesellschaft sehr großen Herausforderungen gegenüberstehen. Der Klimawandel wird zu einer grundlegenden Änderung der Produktion und der Prozesse führen. Ein wichtiges Merkmal zur Erreichung der klimapolitischen Ziele ist die starke Verringerung des CO2-Ausstoßes. Dementsprechend soll der interkommunale Industrie- und Gewerbepark Zollernalb zu einem CO2-reduzierten Industriegebiet entwickelt werden. Eine vom Regionalmanagement des Konversionsraums Alb erstellte Analyse attestiert im Zollernalbkreis einen erheblichen Mangel an Industrieflächen und beziffert alleine den Bedarf von Unternehmen aus dem Landkreis auf ca. 34 bis 43 Hektar in den nächsten 10 Jahren. Bundesweit betrachtet kommen gemäß einer Studie etwa 70% aller Ansiedlungen aus einem Radius von 50 Kilometern um das Gebiet herum. Der Industrie- und Gewerbepark Zollernalb ist damit im Sinne der Unternehmen im Kreis, sichert Einkommen der Bewohner und unterstützt deren langfristige Bleibeperspektive. Selbstverständlich sind uns aber auch auswärtige Unternehmen herzlich willkommen. Vor allem in der Größe der zusammenhängenden Industrieflächen. In einem ersten Schritt sind dies rund 250.000 Quadratmeter, sehen wir ein Alleinstellungsmerkmal für eine Grundlage für eine positive wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Region. Der Beginn dieses Prozesses ist die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes, welches gleichermaßen Aspekte einer ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit berücksichtigt. Dieser Leitbildprozess
wird unter anderem gemeinsam mit dem Regionalverband Region Neckar Alb geführt. Er ist Teil der Projektzusammenarbeit zwischen dem interkommunalen Industrie- und Gewerbepark Zollernalb und dem Regionalverband im Rahmen des europäischen Projektes Agora. Ziel ist es, beispielhafte und übertragbare Lösungsansätze zu finden und durch Analysen und Maßnahmen ein transnationales Lernen zu ermöglichen. Die Entwicklung des interkommunalen Industrie- und Gewerbeparks Zollernalb in Weststetten ist ein Teil davon. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, dass uns der Regionalverband in seiner aktuellen Regionalplanänderung als Gewerbe- und Industrieschwerpunkt vorsieht und sehen darin eine deutliche Bestätigung für unser Vorhaben. Herzlichen Dank an alle unsere Projektpartner für ihre Aufmerksamkeit und Ihnen allen ein Erfolg und aufschlussreiches Seminar.